gesagt, ich kann mir dadurch einfach dieses Kämpferleben finanzieren und habe nicht diesen Stress, ja, was mache ich jetzt, wenn ich wieder kämpfe und Arbeit, wie zahle ich das, ne? Also das fällt halt einfach komplett weg. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute mit einem ganz besonderen Interviewgast hier zu einem auch wirklich, wie ich finde, sehr besonderen Thema. Katharina Lehner ist heute hier. Kathi, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne, Andreas. Großartig. Also ich spreche ja sowieso immer gerne mit dir. Die wenigsten wissen es vielleicht. Wir waren nicht nur Trainingskameraden ganz lange Zeit, sondern ich habe dich auch mal eine Zeit lang, ich sag mal, gemanagt. Ich hatte auch mal einen kurzen Ausflug so ins Management-Business. Lang ist her, lang ist her. Lang ist es her und wenig erfolgreich war es, aber zumindest habe ich dich Aber nicht. Ja? zumindest es war der Kampf gegen Alexandra Buch und der war ja erfolgreich. Richtig, genau. Also es war nicht ganz unerfolgreich, sagen wir mal so. Ich habe dir mehr Gutes getan als Schlechtes. Das So viel stimmt, können wir das festhalten. stimmt. Und ja, deine Karriere hat sich seitdem weiterentwickelt. Du hast deinen letzten Kampf bei Bellator absolviert, bist jetzt rein sportlich gerade so ein bisschen in einer, darf ich das sagen, Talsohle? Gerade drei Kämpfe in Folge, ein bisschen in die Ja. Röhre geguckt. Ich meine, es ist natürlich karrieretechnisch eher mittelmäßig, würde Jonas Bilstein sagen. Ja. Grüße an der Stelle. ja, aber gut, es ist, it is what it is. Ne? Ich will auf jeden Fall wieder kämpfen und will natürlich auch siegen beim nächsten Kampf. Jetzt muss man dazu sagen, alle drei Niederlagen waren auf großen Bühnen, mit den größten Bühnen der Welt. Zweimal Invicta, einmal Bellator. Die letzten beiden waren über Decisions, auch in guten Kämpfen. Man hat sportliche Entwicklungen bei dir gesehen. Magst du mal ganz kurz sagen, wo bist du jetzt gerade in deiner sportlichen Karriere? Was sind so die nächsten Steps? Gibt es vielleicht in dieser so verrückten Zeit sogar schon klare Pläne, die du vor den Augen hast? Oder einen Kampfvertrag sogar? Wie sieht dein Training aus? Einmal ganz kurz damit einsteigen. Also, ja, im Moment bin ich halt Free Agent sozusagen. Ich bin nirgendwo unter Vertrag. Und es gibt auch leider noch gar keine Pläne, wo was als nächstes stattfindet. Ist halt, wie du schon sagst, momentan sehr, sehr schwierig. Und ich würde natürlich gerne wieder den nächsten Kampf im Bantamweight machen. Wenn es aber sich nicht ergeben sollte, wie auch jetzt im Oktober letzten Jahres, dann auch gerne wieder 66 Kilo. Ich bin einfach offen für was das kommt. Also ich habe das Glück, dass ich im Moment halt normal trainieren kann. Ich habe noch ganz normal mein Training, aber wie gesagt, mit Kämpfen sieht es halt wirklich ja, suboptimal aus. Ne? Vor allem halt in Europa ist es sehr schwierig. Aber selbst USA, wir haben es ja von Stefan Pütz gehört mit dem Konsulat, ne? Ist sehr, sehr schwierig, gerade etwas wirklich fest zu planen. Okay, ja, dann hoffen wir mal, dass sich da bald was für dich ergibt. Wir fiebern ja sowieso immer mit, wenn du kämpfst. Jetzt machst du aber auch oder sorgst für Furore, für Aufsehen außerhalb des Cages. Du lachst schon so. Das ist ein Thema, das ich persönlich am Anfang so ein bisschen am Rande wahrgenommen habe. Wir alle sind ja irgendwann mal von Facebook rüber zu Instagram geswitcht. Ich habe das Gefühl, bei Facebook funktioniert gar nichts mehr. Da gucke ich noch einmal in der Woche rein, maximal. Und das ganze Ich Leben. habe meinen Account gar nicht mehr bei Ja, Facebook. siehst du. Also, ja. Jetzt Ja. ist auf jeden Fall, ich kann dir auch empfehlen, bei Clubhouse dich anzumelden. Das ist der Okay. neue Trend. Ich brauche eine Einladung. Ich habe gehört, man kommt nur mit Ich kann dir Einladung rein. gerne eine schicken. Ich kann dir gerne eine Sehr gerne, schicken. nehme ich. Ja, also bevor wir jetzt übergehen, quasi schon zum nächsten sozialen Medium, lass uns mal bei Instagram bleiben, denn du bist da einen Weg gegangen, den einige Kämpferinnen gegangen sind, auch in der Vergangenheit. Es gibt auch andere Sportler, männlich wie weiblich, aus den verschiedensten Sportarten, die benutzen eine Option, die mir ehrlich gesagt vorher gar nicht bekannt war. Die nennt sich OnlyFans. Magst du mal kurz erklären, was das ist? Also, OnlyFans kann man sagen, ist im Prinzip aufgebaut wie Facebook. Allerdings ist es so, dass jeder, der dir dort folgt, sozusagen eine Freundschaftsanfrage stellt, also du musst sie nicht akzeptieren, aber wer dir folgt, muss ein monatliches Abo machen. Den Preis kann man selber festlegen, also geht von, ich glaube, $5 ist das Minimum zu
Na, so viel wie du halt denkst, dass du wert bist, sage ich Also jetzt mal. theoretisch könnte ich auch 1 Million für, als Monatsbeitrag eintragen. Könntest du ja, Okay. genau. Zahlt dann keiner, aber Also könnte ich eintragen. zahlt dann keiner, aber ja, genau. Also das ist bei mir zum Beispiel so, ich habe momentan 19,99 für das Monatsabo. Mach immer Discount, wenn jemand sofort zum Beispiel für 6 Monate abonniert, das hat man ja auch öfter. Und dort ist es, das ist eigentlich dazu gedacht, dass die Fans dir näher sind als auf allen anderen sozialen Medien. Ja? Also bei Männern ist es vielleicht manchmal nicht so, aber zum Beispiel bei Instagram, wenn du so und so viel Reichweite hast, also du bekommst so viele Privatnachrichten, dass du die gar nicht alle beantworten kannst oder auch möchtest. Also ich finde teilweise die Zeit auf Social Media auch stressig, ne, wenn du da wirklich jeden die ganze Zeit antwortest und Smalltalk führst. Und OnlyFans ist dann dafür da, dass du wirklich damit wirbst. Ich habe da zum Beispiel eine Primetime, hey, von 20 bis 22 Uhr bin ich online und ich antworte selbstverständlich jeden, der mir folgt, weil er auch einen gewissen Preis dafür bezahlt hat. Okay, also wie so eine Art Filter, wo man sagt, die Leute, die es wirklich wollen, die kommen näher an dich ran, die können nicht nur exklusive Inhalte sehen, nicht Bilder und Videos, sondern die haben auch einen besseren Zugang zu dir persönlich, können dir Fragen stellen, solche Dinge. Das sind Fotos, sage ich mal, die für Instagram nicht so geeignet sind. Instagram ist sowieso sehr, man muss immer sehr aufpassen, was man postet. Man wird schnell gebannt. Und dort auf dem Feed können Sie eben diesen exklusiven Content sehen. Aber man hat ja auch zum Beispiel dann Customer-Anfragen. Kannst du bitte das Foto machen? Kannst du mir zum Beispiel ein Foto von deinen Füßen schicken? Und da kann man auch wieder den Preis festlegen. Man kann zum Beispiel sagen, okay, ich schicke das Foto, mach dann einen Anhang, okay, wenn du das Foto öffnest, werden zum Beispiel $10 von deiner Kreditkarte auf dein Konto gebucht und so funktioniert das ganze System. Im Prinzip kannst du, wenn ich jetzt auch eine Sprachnachricht schicke, hänge ich wieder dran, okay, wenn der öffnet, gehen 5 oder $10 auf mein Konto und dadurch kann man halt wirklich ja, immense Summen generieren. Okay, bedeutet, ich nochmal, muss mir das nachsehen, ich bin ja ein paar Tage älter als du. Bedeutet, wenn ich bin jetzt bei dir in dem OnlyFans mit dabei und sage, hey, du, ich würde mich mal fragen, was hast du für Topfpflanzen bei dir im Zimmer? Und du sagst, okay, ich schicke dir ein Bild von allen meinen Topfpflanzen, kannst es aber nur öffnen, wenn du bereit bist, 5 € dafür zu bezahlen. Jetzt machst du dieses Bild, schickst das los. Ich muss die 5 € bezahlen. Jetzt hast du aber nicht deine Topfpflanzen fotografiert, sondern, weiß ich nicht, deinen Küchentisch. Das Risiko habe ich theoretisch als derjenige, der bezahlt. Da, ja, das hast du, aber sobald du zum Beispiel bei OnlyFans eine Beschwerde einlegst, egal ob das jetzt als Creator oder als Follower wird, also wenn ich jetzt das so zum Beispiel gemacht hätte, legst du eine Beschwerde ein bei OnlyFans und OnlyFans bucht das Geld dann zurück auf deine Karte Okay. von meinem Konto. Und das, also diese Inhalte, bleib mal bei den Topfpflanzen, einfach weil es so schön unverfänglich ist, die stehen dann auch nur demjenigen zur Verfügung, der auch dafür bezahlt hat. Du machst das dann nicht für alle anderen, die auch in dem OnlyFans-Account sind. Okay. Genau, das ist dann wirklich ausschließlich über die Privatnachrichten. Ich mache es auch teilweise so, dass ich wirklich sage, also man kann auch Tipps verschicken, also Trinkgeld. Und ich antworte den Leuten, die mir Tipps schicken, die eine Nachricht mit Tipps schicken. Weil es natürlich auch dann sein kann, dass du dann 8 Stunden Smalltalk führst, aber sozusagen halt nur 19,99 im ganzen Monat bekommen hast, aber du musst halt jeden Tag erwarten, die 8 Stunden Smalltalk, das gibt es halt nicht. Da ist es dann wirklich so, ja, dass es mit Tipp halt gemacht wird. Ne? Also er kann ja auch eine Nachricht schicken, wo ein Okay. Trinkgeld mit dranhängt. Das klingt nach unglaublich vielen Einkommensmöglichkeiten. Jetzt unter dem Aspekt betrachtet, du bist Kämpferin, du hast diese Möglichkeit gefunden, Einkommen zu generieren. Ich selber stamme aus einer Generation, da war es sehr, sehr schwer, mit dem Sport sein Geld zu verdienen und auch so sein Geld zu verdienen, dass man sich zweimal am Tag Training erlauben kann, rein zeitlich, und dann dazwischen noch genug Zeit hat zu regenerieren. Ist das eine Möglichkeit für dich, wie du genau das machen kannst? Weil alternativ jetzt auch vor Corona, dem Hintergrund Corona und so, wäre es wahrscheinlich schwer, den Kämpfer-Lifestyle zu finanzieren,
abseits davon? Oder wäre das was, wo du sagst, Mensch, das ist unabhängig von dem Kämpfer-Lifestyle? Hätte ich auch so gemacht. Also allgemein ist es wirklich sehr schwierig. Es ist ja auch immer schwierig, Sponsoren zu finden, die bezahlen. Und OnlyFans gibt mir zum Beispiel die Möglichkeit, ich kann sozusagen arbeiten, wann ich möchte. Also ich muss ja nicht nonstop online sein. Ich kann mir diese Zeit selber einteilen. Und ich verdiene immer, egal wo ich bin. Selbst wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ich war im November in Mexiko, ich kann ja trotzdem weiterarbeiten. Und das ist halt so meine Idealvorstellung von einem Einkommen, aus arbeiten kann und trotzdem auch meine 2 Einheiten am Tag machen kann und auch jetzt mental nicht den Stress habe. Das ist ja auch immer so, ich finde eine Vorbereitung, wenn du denkst, oh Gott, wie komme ich jetzt über die Runden, und weil ich kann ja nicht großartig nebenbei arbeiten, das sehen viele von außen gar nicht. Und wie du sagst, also mit einem normalen Job und 2 Einheiten, es ist einfach unmöglich. Ja, es ist wirklich unmöglich. An vielen Stellen gesehen, dann gibt es die Jungs, die irgendwie am Wochenende an der Tür stehen, dann kommt noch der Tag-Nacht-Rhythmus durcheinander und das ist ja das, was wir alle irgendwie schon lange Zeit sagen. Deutschland ist deswegen noch so weit hinten dran, weil Leute nicht vom Sport leben können in Deutschland, deswegen nicht entsprechend trainieren und so weiter und so fort. Mhm. Jetzt habe ich auch in meiner Karriere immer wieder mehrere Projekte gehabt, links und rechts, und häufig war dann auch so ein bisschen die Frage, vielleicht auch ein Vorwurf formuliert seitens meines Umfelds, seitens der Fans, naja, wenn du auch nebenbei noch andere Dinge machst, was auch immer, sei es studieren, arbeiten oder sonst was, eine andere Karriereform, wie viel Kämpfer bist du dann überhaupt noch? Gibt es da Stimmen, die sagen, naja, was bist du denn jetzt, Instagrammerin oder Kämpferin? Also erst einmal ist ja sowieso eigentlich völlig unwichtig, was jemand anderes denkt. Es kommt ja eigentlich wirklich darauf an, was du selber von dir denkst. Wenn ich sage, ich bin ein Kämpfer und bin davon überzeugt, dann ist es so. Und dann können 100 Leute sagen, okay, ja, die macht jetzt einer für OnlyFans. Also mir ist das persönlich völlig egal. Für mich habe ich einfach den besten Weg gefunden. Wie gesagt, ich habe keinen Stress. Ich musste nicht wegen Corona gucken, oh Gott, wie mache ich das jetzt? Ich kann ja auch kein Personal Training geben. Wie kriege ich jetzt ein Einkommen? Muss ich aufs Training verzichten und mir einen Vollzeitjob wieder suchen? Sondern ich habe halt gesagt, okay, ich versuche es. Ich probiere jetzt irgendwas und hoffe, dass es funktioniert, dass ich trotzdem halt wirklich noch, sage ich mal, Kämpfer Vollzeit sein kann. Und wie gesagt, es funktioniert einfach optimal. Und selbst wenn es jetzt wieder so ist, dass, sage ich mal, relativ normal wird und ich 2, 3 Kämpfe im Jahr mache, werde ich das natürlich trotzdem weitermachen. Bedeutet für mich, weil das habe ich jetzt chronologisch gar nicht noch so richtig auf der Uhr gehabt, du hast mit OnlyFans angefangen, als Corona ausbrach, so ein bisschen auch aus der Verlegenheit heraus zu gucken, okay, wie kann ich denn überhaupt mir den Kämpfer-Lifestyle weiterhin leisten? Ja, so kurz danach, genau. Ja. Okay. Das heißt, für dich bedeutet das keine Abstriche beim Kämpferdasein, sondern eher andersrum. Du kannst Kämpferin sein, weil du OnlyFans betreibst. Genau. Okay. Das ist, glaube ich, vielleicht auch für viele Leute da draußen nochmal interessant zu hören, weil ich kenne die Geschichten auch von anderen Kämpferinnen, die das mal so irgendwie angeschnitten haben. Und da gab es auch einige, die jetzt wirklich in der Pandemie angefangen haben damit. Wenn jetzt jemand auf die Idee gekommen ist, zu sagen, Mensch, klingt ja alles spannend, was gibt's denn da hinter dieser, ich nenne das jetzt mal Paywall, von nicht mal 20 Euro? Was sagst du den Leuten? Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich Nachrichten bekomme, nach dem Motto, ja, was gibt's da, kannst du mal ein Beispiel schicken, ich antworte dann gar nicht. Mhm. Weil, ich muss, also ehrlich, die Leute, die zu geizig sind, diese 19,99 zu zahlen, das sind auch noch US-Dollar, sind auch dann dort zu geizig, Geld auszugeben. Okay, und die willst du dann auch gar nicht haben? Okay. Das kann ich nachvollziehen, wenn das Businessmodell darauf beruht, dass die Leute bereit sind, Geld zu bezahlen, um mit dir in Interaktion zu gehen, macht das wahrscheinlich Sinn, da frühzeitig auszusieben. Jetzt habe ich gesehen, auf deinem Instagram-Account, da steht Top 1,2% Creator OnlyFans. Was bedeutet das? Kannst du das ein bisschen mit Leben füllen? Das ist einfach das Einkommen, was man monatlich generiert, und da gehöre ich eben zu 1,2% weltweit. Es geht aber auch runter bis 0,1. Also das ist jetzt nicht, dass ich wirklich, also dass das bei 1 aufhört, sondern es geht halt runter bis 0,1%. Ich kann dir zum Beispiel ein Beispiel nennen, Cardi B, kennt man ja aus der Musikszene.
Die macht, habe ich vorgestern gelesen, monatlich zusätzlich 8 Millionen Dollar nur mit OnlyFans. Okay, kann man mal machen. Kommst du in diese Bereiche? Also du hast ja vorhin gesagt, dass es schon relativ lukrativ ist insgesamt. Wie lukrativ würdest du sagen, ist es im Vergleich zu, ich nenne es jetzt mal, einem normalen 9-to-5-Job, den du ja auch schon mal hattest? Ja, also ich hatte einen sehr guten Job. Ich habe nach dem Studium im öffentlichen Dienst gearbeitet und ich habe dadurch nicht mal die Hälfte verdient, was ich jetzt verdiene. Okay, das ist zumindest ja schon mal so eine grobe Richtung und nach oben hin ist es, man sieht es an Cardi B, ja theoretisch Es offen. ist sehr offen. Es ist halt auch wirklich so, wie viel Zeit du investierst. Ne? Wenn du jetzt wirklich sagst, okay, ich hänge mich da richtig ran, mache überall Werbung. Man könnte auch auf, weiß ich, welchen Seiten noch Werbung schalten und investiere das 5, 6 Stunden am Tag, kann man auf jeden Fall locker fünfstellig verdienen. Also ich kenne eine Dame aus Köln, die hat eine gute Reichweite auf Instagram, lass mich nicht lügen, um die 120.000. Und über die war letztens ein Artikel auch in der Bild Köln, der Express, Entschuldigung, die verdient im Monat um die 37.000 mit OnlyFans. Okay, ja, dann sollte ich mir das vielleicht auch mal Ja, es zulegen. gibt auch wirklich Männer, die es haben. Ja, die Frage ist, wer das dann sehen möchte, aber Also, das Thema bespreche ich lieber mal mit Marc, der hat da ja, nettere Worte übrig vielleicht. für mich Aber man muss wahrscheinlich. auch sagen, also OnlyFans ist jetzt nicht nur dieses Adult-Content, sondern es gibt zum Beispiel auch Spitzenköche, die bei OnlyFans sind und dort Klar. ihre Rezepte verkaufen. Na, also, oder zum Beispiel Musiker, die dann irgendwelche Beats schon online stellen, bevor die veröffentlicht werden. Also, oder Personal Trainer, die Trainingspläne dort auf dem Feed posten. Also es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das ist so. Auf der anderen Seite kann man, glaube ich, du hast ja eben Adult Content angesprochen. Instagram ist ja ohnehin eine Plattform, die für Männer und Frauen sehr unterschiedlich funktioniert. Einfach weil Männer auf optische Reize anders reagieren. Das ist jetzt noch nicht mal ein Klischee, sondern das ist quasi psychologisch nachweisbare Tatsache. Wo schauen Männer wann wie hin? Wie sehr werden sie stimuliert durch optische Reize? Das spiegelt sich auch daran wider, wie viel größer der Erfolg von weiblichen Instagrammerinnen ist im Vergleich zu männlichen, wenn sie bestimmte Posen, Körperteile und so weiter posten. Wie viel Adult ist denn in deinem Content, um das mal so zu fragen? Kannst du das verraten oder ist das was du auch hinter so einer Mystery Ich lasse Wall es lassen hinter der möchtest? Mystery Wall. Jeder, das wissen möchte, kann sich gerne anmelden. Okay, wir können aber auf jeden Fall sagen, dass wir das von anderen Instagrammerinnen kennen, unabhängig davon, ob jetzt oder in diesem OnlyFans-Bereich oder eben auf Instagram normal in Anführungsstrichen, dass da doch alles über Äußerlichkeiten funktionieren muss, logischerweise. Bilder, Videos sind ja irgendwie immer auch mit Optik verbunden. Und wir erleben auch, keine Ahnung, bei uns im Chat, im Podcast oder wenn ich bei der UFC kommentiere und gleichzeitig bei Twitter bin, immer wieder Äußerungen, User, die sagen, ach Mensch, wir reduzieren eigentlich die Kämpferin nur auf ihr Äußeres. Wir können das jetzt quasi nicht trennen, ist das jetzt eine Frau, die kämpft oder ein Mann, der kämpft, sondern in dem Moment sehen wir nur die Frau und gar nicht die Sportlerin. Hast du das Gefühl, dass das, was du machst, in irgendeiner Art und Weise beiträgt oder vielleicht auch kontraproduktiv ist für so eine Haltung? Also ich meine, die Haltung ist halt auch einfach da. Na, also es ist ja wirklich so oder oft so, dass eine Frau, die gut kämpft und noch gut aussieht, natürlich wahrscheinlich mehr Erfolg hat als zum Beispiel eine Frau, die einfach nur gut kämpft. Na, das, ich meine, diese Haltung ist da, die ist schon sehr lange da. Ich sage jetzt nicht, dass ich das richtig, also dass ich gut finde, dass diese Haltung da ist. Aber ganz und gar nicht, ne? Weil man will natürlich als Kämpfer auch für seine Leistung geschätzt werden und nicht ausschließlich für sein Aussehen. Aber Das ich. Problem hatte ich auch ständig übrigens, aber gut, Ja, anderes Andreas, ich kann das Thema. absolut nachvollziehen. aber es ist für mich einfach, was soll ich sagen, ich nehme es hin, ich akzeptiere es und versuche damit halt das Beste draus zu machen. Das ist der Preis, den du zahlst, Genau. ne, wenn ich das mal so übersetzen darf. Genau.
Kennst du andere Kämpferinnen, die auch einen Fans-Only-Account haben? Paige VanZant. OnlyFans. Ja. Also ich meine, kennst du die persönlich? Ach so, ja, kenne ich auch. Also ich weiß Cindy Dondois. Mhm. Die hat das eigentlich auch aus dem gleichen Grund gemacht. Wer es nicht weiß, Cindy Dondois hat ja ein eigenes Gym in Belgien und hat 4 Kinder und das Gym muss sie zumachen. Dort war es auch nicht so mit den staatlichen Hilfen und deswegen hat die auch damals mit OnlyFans angefangen und ist damit auch sehr erfolgreich, macht das weiter. Dann Alice Adelania, wie heißt sie nochmal, die auch bei Team Sea gekämpft hat? Alice. Aus dem UFD, die Dame? Die aus UK kam. Die hat damals gegen. Wen hat die nochmal gekämpft? Aber du weißt, wen ich meine, ne? Ja. Genau, also die ist auch sehr erfolgreich damit. Also es gibt wirklich viele Kämpfer. Tauscht ihr euch untereinander aus? Ja. Also du hast ja gesagt, es ist, okay, und wie läuft dann so ein Fachgespräch ab? Also was sind, muss man ja so sagen, ihr habt dann irgendwie Erfahrungswerte, ihr habt eine Expertise, die ihr untereinander austauscht. Kann man ja so sagen, was funktioniert gut, wofür kann ich was verlangen? Genau, also es das gibt, sind wahrscheinlich die Inhalte, genau, oder? Genau, also wir hatten ja auch öfter das Gespräch, es gibt ja OnlyFans-Creator, die einen Free-Account auch haben, zum Beispiel, also du kannst den umsonst folgen, aber die machen halt dann einfach das Geld über die Massennachrichten. Also die machen zum Beispiel ein Foto und schicken das an die 500 Fans und die müssen dafür bezahlen. So kann man es auch machen. Ich habe die Erfahrung gemacht und die anderen Mädels auch, dass es wirklich besser ist, ein paar Sachen schon auf dem Feed zu posten, aber dafür halt zum Beispiel diese $20 zu verlangen im Monat plus zusätzlich diese Privatnachrichten. Dann machen wir auch sozusagen Shoutouts. Das heißt, Cindy postet zum Beispiel Bilder von mir auf ihrer Wall mit dem Link und ich mache das für sie auch. So können ihre Follower mir zusätzlich folgen und andersrum auch. Und es gibt da halt eigentlich nicht dieses Konkurrenzding, so nach dem Motto, ja, nee, ich will nicht, dass meiner dir auch noch folgt, da vielleicht zahlt er mir dann weniger. Also das gibt's ja gar nicht. Also auch mit den anderen Kämpferinnen nicht. Das klingt ja zumindest mal schon mal sehr positiv, wenn ihr euch da untereinander solidarisiert und sagt, Mensch, lass uns doch den Kuchen irgendwie gemeinsam teilen, anstatt jeder sich seine Krümel einzeln zu sichern. Ehrlich gesagt klingt das alles sehr, sehr positiv. Gibt es auch Schattenseiten? Also gibt es Hate? Gibt es irgendwelche Anfeindungen, die du erlebt hast in Bezug darauf? Also ich sag mal, bei OnlyFans selber sowieso nicht, ne? Also die Leute, die dir da folgen und dafür bezahlen, da bekommt man auch schließlich positives Feedback. Also da gab es wirklich gar nichts. Man hat natürlich schon ein paar im Umfeld so, ja, wieso machst du das? Und das ist nicht gut für die Kämpferkarriere. Aber das ist halt eben deren Sicht, ne? Ich für mich denke, es ist sogar gut. Es ist nochmal so ein kleiner Push. Es ist zusätzlich Vermarktung sozusagen in eine andere Richtung. Und wie du sagst, ich kann mir dadurch einfach dieses Kämpferleben finanzieren und habe nicht diesen Stress, ja, was mache ich jetzt, wenn ich wieder kämpfe und Arbeit, wie zahle ich das, ne? Also das fällt halt einfach komplett weg. Jeder Kämpfer, und ich werde ja gar nicht müde, das zu betonen, Leute, die schon seit 10 Jahren meine Interviews lesen, wissen, dass ich das so sehe. Jeder Kämpfer ist für mich auch eine eigene Marke. Also Katharina Lehner und Andreas Kraniotakis und Mo Trabelsi, das sind alles quasi die Adidas und Nikes und Pumas da draußen. Okay, vielleicht ne, von der Intensität der Wahrnehmung noch ein bisschen was anderes, aber trotzdem muss jeder Kämpfer für sich selber gucken, wie nehmen mich die Leute da draußen wahr? Und das kann funktionieren über besonders viel Sympathie oder eben über besonders viel Abneigung, aber Hauptsache, man regt überhaupt irgendwas an in den Leuten, damit sie einen sehen wollen, entweder gewinnen oder verlieren sehen wollen. Du hast es so ein bisschen schon beantwortet, hast du das Gefühl, dass das für dich aus Promoter-Sicht auch nochmal was Positives bedeutet? Also denkst du, dass ein Promoter, der jetzt Katharina Lehner kennt als Kämpferin und dann nochmal zusätzlich erfährt, hey, die hat hier einen OnlyFans-Account, der läuft auch ganz gut, denkst du, dass der davon eher überzeugter ist von dir, dich zu buchen? Oder denkst du, dass er eher vielleicht noch einen Schritt zurückgeht oder ist es vielleicht komplett egal? Also ich denke, einigen ist es egal
Organisationen, zum Beispiel wie Bellator, kann man ja auch sehen, welche Frauen dort sehr promotet werden. Darunter ist zum Beispiel Valeria Loreda, die ausschließlich Bootypics und Bikini-Fotos auf ihrem Insta hat und dadurch auch schon fast 1 Million Follower hat, obwohl sie nur 2 Kämpfe oder 3 Kämpfe hat. UFC zum Beispiel war auch nichts anderes mit Rachel zum Beispiel. Ne, Rachel wurde da sehr, sehr gehypt. Damals Michelle Tate. Rachel Ostovich meinst du? Genau. Ne? Mhm. Also bei den großen Veranstaltern sieht man es auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass halt kleinere, die eh nicht so eine Promotion haben, denen ist es egal, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie es halt zusätzlich trotzdem nutzen. Ne? Und dadurch lässt sich sowas natürlich dann, sag ich mal, gut mit einbauen. Es ist halt so, wenn man guckt, die Mädels, die Kämpfer, die auch auf Instagram Bikini-Fotos, Unterwäsche-Fotos haben, haben immer mehr Follower als die Leute, die zum Beispiel ausschließlich Sportsachen posten. Wenn eine junge Kämpferin auf dich zukommen würde, 16, 17, 18, aufstrebend, du merkst im Training, hey, die hat Talent und sie fragt dich, wie schaffe ich es möglichst, meine Marke bestmöglich zu platzieren? Sportlich habe ich irgendwie ein Team an der Seite und so, aber wie würdest du mir empfehlen, mich zu vermarkten? Würdest du ihr sagen, mach dir einen Instagram-Account, lade ein paar Booty-Pics hoch, mach einen... ich weiß, was du... Alles gut. Nein, würde ich nicht. Warum? Weil sie das für sich selber irgendwann finden muss, sozusagen, ob sie auch der Typ dazu ist. Weil nicht jeder ist der Typ dazu, was völlig in Ordnung ist. Wie du sagst, so jeder ist so ein eigenes Individuum, jeder hat so eine gewisse Persönlichkeit. Man kann ja auch zum Beispiel Mandy, ne? Mandy wäre niemals der Typ für sowas, aber sie ist mit ihrer Art, wie sie ist, trotzdem erfolgreich, weil sie halt einfach real ist. Und ich würde einfach diesem 16-jährigen Mädchen sagen, dass sie fleißig trainieren soll, erstmal wirklich auch Sachen von dem posten soll, wer sie ist. Also nicht diese Fassade aufbauen, ich zwinge mich jetzt irgendwelche Bikini-Fotos zu posten, obwohl ich vielleicht sogar so ein Schamgefühl habe, kann nachts nicht schlafen, weil ich irgendwie denke, oh Gott, was sagen meine Eltern? Das ist ja nicht der Sinn dahinter, sondern jeder sollte halt sich selber finden und einfach einfach real bleiben. Und wenn jemand nicht der Typ dazu ist, ist das vollkommen in Ordnung. Aber ich denke, solange man immer wirklich man selbst bleibt, wird man auch erfolgreich sein. Weil man einfach diese Sympathie dadurch generiert. Ich glaube, es ist generell wichtig, authentisch zu sein. Ja. Das ist jetzt unabhängig davon, ob man Kämpfer ist oder Banker oder was auch immer. Das ist generell eine wichtige Geschichte. Um das mal in Relation zu setzen da draußen, also absolute Zahlen sind immer ein bisschen schwierig. Ich gehe mal davon aus, dass du uns jetzt nicht deine Kontoauszüge zeigen willst, aber du hast 2018, 2019, 2020 jeweils einen Kampf gemacht. Zwei davon, wie gesagt, bei Invicta, einen bei Bellator. Wenn du mal deine Kampfgagen zusammenfasst für diese drei Kämpfe, auf abgesehen von der UFC, so mit den größten Bühnen der Welt, hast du dann mit dem Kämpfen in der Zeit mehr verdient als jetzt im letzten Jahr mit Instagram? Nein. Sehr viel weniger oder ein bisschen weniger? Um einiges weniger. Okay. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Du, so wie jeder andere Mensch da draußen, hast ja auch eine Mutter und ich sag mal so, und einen Vater. Und die Frage, die ich mir ganz oft anhören durfte, als ich noch in Anführungsstrichen nur Kämpfer war: Junge, wie verdienst du dein Geld? Hast du die Frage auch häufiger gehört? Und wie erklärst du das? Also der Generation, der Elterngeneration auch. Also meine Mutter weiß das. Meine Mutter hat auch Instagram. Meine Mutter sieht ja auch, wenn ich dafür Werbung mache. Ich sag mal, also es ist ja auch so, ich sag mal, wenn du Kämpfer bist, ich glaube, kein Elternteil oder keiner hatte Eltern, die sagen so, oh cool, mein Sohn, meine Tochter ist Kämpfer, das ist der beste Job, den sie sich aussuchen konnte. So. es gab nicht wirklich eine Diskussion, aber diese Gespräche, die kenne ich einfach schon. Ne? Dieses, hättest du doch was anderes gemacht. Also meine Mutter hat damals immer gesagt, ja, Hauptsache du lernst was Gescheites. Also ich habe ja auch ich habe studiert und habe auch was
Gescheites gelernt, sage ich mal. Aber es macht mir einfach keinen Spaß. Es hat mir von Anfang an keinen Spaß gemacht. Ich wusste, dieses 9-to-5, das ist einfach nichts für mich. Und dann habe ich ja auch das Personal Training noch zusätzlich gegeben. Ich war auch früher sehr viel Kellner, muss ich sagen. Also ne, die Jungs machen Tür am Wochenende in der Anfangskarriere von Kämpfen. Als Frau ist Tür natürlich so nicht so gefragt. Und ich war sehr, sehr viel Kellnern. Und ich kann dazu sagen, das war mega anstrengend, diese 10 bis 12 Stunden Schichten für wirklich einen traurigen Lohn teilweise. Und ja, und mittlerweile ist es halt so, klar, ich habe meiner Mutter gesagt, pass auf, das sind Fotos, die ich halt zum Beispiel nicht auf Instagram posten würde. War sie nicht begeistert. Ja, also ich glaube, da sind keine Eltern begeistert. Aber sie sieht halt auch, dass, so, dass ich dadurch ein sehr gutes Leben habe und vor allem halt, dass ich auch glücklich bin. Also ich könnte jetzt auch hier zu Hause sitzen und total deprimiert sein. Kann man auch verstehen, weil man auch teilweise nicht weiß, wie es jetzt weitergeht. Ne? Also ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das gefunden habe und trotz dieser Situation im Moment halt ein sehr gutes Leben führen kann. Da freue ich mich erstmal wirklich für dich, sehr, sehr aufrichtig, denn es gibt viele Leute da draußen, die das gerade nicht können. Insofern muss man sehr dankbar sein. Gibt es für dich klare Grenzen? Also gibt es Dinge, die du ganz klar nicht machen würdest oder gibt es vielleicht auch Sachen, die du, wo du sagen würdest, Mensch, wenn das so weiterläuft, dann könnte ich mir auch eine Erweiterung vorstellen. Oder ist jetzt OnlyFans das Ende oder das Maximum dessen, was du irgendwie bereit bist zu geben? Denn man gibt ja doch ein bisschen was her. Ja, natürlich. Also man gibt natürlich ein bisschen was her. Für mich ist es aber so, das ist halt nicht real. Es ist nicht so, als würde ich da irgendwelche Menschen persönlich treffen oder auch Körperkontakt zu Menschen haben, wo ich eigentlich nicht möchte. Ne? Und das... Also ich habe natürlich auch dadurch Anfragen, kann man sich treffen und das bei mir auch, also festes Nein. Also das ist alles, was über OnlyFans hinausgeht, gibt es bei mir nicht. Also es gibt ja auch, die, sage ich mal, diese Schlauen, die dann sagen, ja, schick mir da mal deine WhatsApp-Nummer, dann können wir ja da schreiben. Nicht mal das gibt's. Ne? Also alles ist ausschließlich auf OnlyFans. Okay, und da ist für dich sozusagen die Grenze, wo du sagst, alles, was über den digitalen Bereich hinausgeht, alles, was über diesen geschützten Rahmen, der es ja auch irgendwo ist, hinausgeht, das findet nicht statt. Genau, also ich muss aber dazu sagen, das ist halt für mich, ich bin für mich selber, hauptberuflich will ich Kämpfer sein. Das ist so mein, sage ich mal, Nebeneinkommen, ne? Und momentan halt Haupteinkommen, aber das ist einfach so mein, sag ich mal, mein Nebengewerbe. Und alles, was über dieses Digitale hinausgehen würde, würde meiner Meinung nach auch schon wieder viel zu viel Energie kosten, die ich nicht bereit bin zu geben. Ne? Mein Hauptfokus ist, ich will Zeit haben fürs Training, ich will Zeit haben für die Kämpfe, ich will Zeit haben für meine Regeneration. Und deswegen gibt es auch ausschließlich dieses Digitale. Okay, der Lockdown ist vorbei. Du gewinnst 3 Kämpfe in Folge, knockst alle Gegnerinnen in der ersten Runde aus. Die UFC sagt, Kati, hier ist der Vertrag, kriegst auch eine ordentliche Summe. Läuft OnlyFans weiter? Aber selbstverständlich. Okay, also ist eine nachhaltige Geschichte. Hat sich deine Mutter auch mal die 1999 gegönnt? Oder reicht es ihr, dass du da beschreibst, was du machst? Nein, natürlich nicht. Also nein, das reicht dir nicht oder nein? Nein, natürlich hat sie sich nicht angemeldet. Man muss dazu sagen, okay, ja. Ich könnte es ja auch natürlich so machen, wenn ich jetzt sage, das sind Sachen, wo ich nicht möchte, dass es vielleicht Leute sehen, die ich persönlich kenne. Ich kann auch Regionen sperren. Ich kann zum Beispiel sagen, ich will nicht, dass irgendwelche Deutschen auf diese Seite kommen. Und dann kann man diese ganzen, man kann Länder, Regionen sperren. Okay. Hast du das gemacht? Nein. Okay. ich bin wirklich fasziniert von den Möglichkeiten, die es da draußen gibt in unserer wunderbaren Welt. Gibt es irgendwas, was ich nicht gefragt habe, weil ich einfach nicht tief genug drin bin in dem Thema, in der Szene, wo du sagst, Mensch, das wäre aber echt noch gut zu wissen? Na, also ich habe ja wie gesagt, im Feed erklärt, auch wie das mit dem Zahlsystem funktioniert.
Jeder, der mehr wissen möchte, kann sich natürlich gerne anmelden. Jetzt mal eine ganz deutsche Frage. Wird das versteuert? Ja, klar. Okay. Also das musst du ganz normal in deiner Einkommenserklärung angeben Genau, und dann versteuerst du musst ganz normal Gewerbe haben und deine Einkommenserklärung machen. Wäre okay, schön, wenn nicht. Wäre schön, wenn nicht. dann würde ich mir überlegen, vielleicht auch zu machen. Mal gucken. Du, ich danke dir ganz herzlich A für deine Zeit, aber B vor allen Dingen für deine Offenheit. Das ist ein Thema, was mir jetzt nochmal ermöglicht hat, in eine Welt einzusteigen, die mir so erstmal fremd war. Ich hoffe, dass wir ganz bald auch mal im sportlichen Kontext nochmal ganz viel zu besprechen haben, dass dein nächster Kampf ansteht. Wenn das so ist, melde dich bei uns. Wir laden dich gerne ein zu uns in den Podcast oder zu einem Interview. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Irgendjemanden, den du grüßen willst, danken willst oder so? Ich wünsche meiner Mutter alles Liebe zum Geburtstag. Die hat nämlich heute Geburtstag. Alles Gute, Frau und ich, Lena. Ja, ich mache mich auch gleich auf den Weg. Und ansonsten bleibt alle gesund. Bleibt alle einigermaßen fit, auch wenn das Gym noch zu hat und die Zeiten werden besser werden. Und bleibt cremig.